Ja, moin! Tag 3. Die Nacht war ganz wunderbar. Wir hatten seit gestern Abend zwar lausigstes Wetter mit immer wieder Schneeregen und die Temperaturen sind irgendwie so um den Gefrierpunkt bei einer extrem hohen Luftfeuchtigkeit gewesen. Also unangenehm, mit einem Wort uselig, also nicht schön. Ich habe prima geschlafen, wirklich auch lange geschlafen. Ohne Unterbrechung und das war auch mal wieder nötig, habe das richtig gemerkt. Fühle mich jetzt super erholt, topfit und ja, wir haben gerade gefrühstückt. Der Kaffee ist auch schon im Leibe und jetzt ist das Wasser gerade auf dem Herd. Ihr kennt ja jetzt die Abläufe so in etwa. Und dann, wenn wir das dann gleich haben, können wir wunderbar in den Tag starten, wie der junge Morgen selbst. Dann werden wir als allererstes und wichtigstes Holz besorgen, denn das neigt sich. Es ist weg. Also ich habe da jetzt, glaube ich, noch. Ich habe da noch 3 Scheite, glaube ich. Und dann war es das. Das ist es dann gewesen und dann wird es verdammt frisch und schattig. Deswegen ziehen wir nochmal los, besorgen Holz. Und dann werden wir mal sehen, was der Tag weiter so bringt. Ja, der Tag kann beginnen. Wir sind fertig mit allem. Und das Erste und Wichtigste, wir müssen Holz machen, aber. So wird das nichts. Gut, jetzt müssen wir den Quatsch hier nur noch rauskriegen. Unser Axtkopf ist jetzt leer. Wir haben ihn gut ausgebrannt. Aber das hier wird nur noch Geflickschustere. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich hoffe, man kann das darauf erkennen. Na du? So, Freunde, verzeiht bitte das Licht, aber draußen ist es dunkel und ich kann mir hier drin nur mit dieser einen Lampe behelfen. Ich habe jetzt den Axtkopf soweit auf den Stiel geschnitzt. Nein, andersrum. Ich habe den Stiel in den Axtkopf hineingeschnitzt. Ihr seht, das Ganze ist wirklich nur ganz provisorisch gelöst. Hier fehlt eine Menge Holz und da werde ich dann morgen weitermachen. Vielleicht werde ich da ein passendes Stück für finden, dass ich das ergänzen kann. Also zunächst einmal werde ich mir einen stabilen Untergrund suchen und den Axtkopf verkehrt rum drauflegen und dann mit einem schweren Holzstiel sozusagen hier oben draufschlagen, dass das da rein sinkt und von der anderen Seite dann versuchen, irgendwie einen konisch geformten Stock, Ast oder irgendwie sowas zu finden, um das dann wirklich zusammenzupressen, dass es dann funktioniert. Ansonsten, ja, ich bin eigentlich zufrieden. Also kann man das schon so sagen. Wir wissen ja noch gar nicht, ob es funktioniert, aber so ist aus dem Zweihänder eigentlich ja fast ein Einhänder geworden. Und ja, wir werden morgen weitermachen. Das mit dem Holz hat dann halt leider nicht mehr geklappt heute. Ich habe nur noch so mittelgroße Zweige zusammengesucht. Da habe ich mich der Stelle bedient, wo wir schon einmal gewesen sind. Da habe ich trockenes Material rausgerissen. Und einfach klein gesägt. Das muss dann für den Ofen reichen. Und ich nehme an, dass er dann gleich ausgehen wird. Das heißt, es wird eine kühle Nacht und dann schlüpfe ich halt in meinen Schlafsack. Kein Problem. Solange ich jetzt noch Feuer habe, werde ich schnell noch was kochen. Ich habe ja ein bisschen Mehl dabei und Eier. Und irgendwie ist mir nach was Süßem. Ich denke, es wird Pfannkuchen geben zum Abendessen.
Wenn man so gefroren hat, ist das richtig gut. Schön süß, nicht zu süß, eigentlich genauso wie ich es mag. Ich habe jetzt hier noch von zu Hause selbst angekochte Kirschen mit. Die haben wir mal vor 2 Jahren, glaube ich, war das, abgepflückt und dann gekocht selber. Das hat Spaß gemacht und die haben sich bis jetzt irgendwie gehalten, weil, ja, weiß auch nicht, irgendwie kamen die nicht zum Einsatz. Aber für die Tour jetzt genau das Richtige. Ja, und ich meine, wenn man so einen Pfannkuchen mal machen will, wenn man irgendwie unterwegs ist, wenn man eine Pfanne hat, also eine, in der das Kochen auch Spaß macht und nicht alles super fix anbrennt, so wie diese Edelstahldeckel, die man schon mal hat bei diesen Kochtöpfen-Sets, dann ist das auch eine tierisch entspannte Sache. Mehl, Zucker, Wasser ist ja sowieso da und dann gib ihm, bis der Arzt kommt, bis die Schwarte kracht. So, es wird Zeit für unser abendliches, nicht Ritual, wollte ich schon sagen, für unsere Manöverkritik auch nicht. Wie sagt man denn? Das Tagesresümee? Das Fazit, das Tagesresümee. Im Endeffekt ist alles gut. Der Tag verläuft ganz gut. Ich kriege mein Zeug so mit den Widerständen, die das Leben für einen so parat hat, immer ganz gut durch. Ich habe jetzt halt nicht das Brennholz in der Art und Weise machen können, wie ich es am ersten Tag gemacht habe. Ihr habt es ja gesehen, meine Axt ist ja am Tag 2 kaputt gegangen und da musste ich jetzt erst den Stiel rausbrennen. Das hat auch gut geklappt. Ich werde dann morgen den Rest versuchen, wie ich es erklärt habe, da reinzuflicken, dass die wieder in Benutzung kommt. Und in der Zwischenzeit, wie der Axtstiel halt leer gebrannt ist, habe ich dann heute Mittag halt Holz gesucht. Aber das waren alles nur so, ja, solche Stücken. Die habe ich dann klein gesägt und in den Ofen geschmissen. Das brennt kurz und heiß und deswegen wird er jetzt in der Nacht ausgehen. Ich werde ihn dann auslassen, werde mich hier in meine Tüte verkriechen und das ist auch alles kein Problem. Die Ausrüstung ist dafür gut genug, also ich leide jetzt nicht darunter oder sowas. Aber man merkt halt ganz deutlich, wenn man sich so lange konsequent der Kälte aussetzt, dass das schon Kraft aus dem Körper zieht. Und ja, das ist einfach nur das mit, das ist, wie gesagt, nichts Weltbewegendes, das ist jetzt nur einfach das, was mir so aufgefallen ist. Und merke auch, dass ich öfter, oder wie soll ich sagen, schneller erschöpft bin. Also mein Körper sehnt sich nach Ruhe sozusagen. Die kriegt der alte Lump aber noch nicht. Er soll noch ein bisschen zeigen, was er drauf hat. Ruhe können wir uns ein andermal gönnen. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie kritisch für mich ist. Ich merke das Gehalten und möchte das jetzt einfach nur schildern sozusagen. Das ist auch vollkommen verständlich, denn die Nächte sind immer mit Unterbrechungen. Also der Schlaf ist immer mit Unterbrechung. Das ist das, was ich richtigerweise sagen will. In der Regel ist es so, dass ich dann mal so 4 Stunden schlafe, dann schmeiße ich wieder was nach zum Heizen und sowas. Und ja, das ist einfach nur so eine Umstellung. Ich denke, da gewöhnt man sich dann auch dran oder man würde sich daran gewöhnen, wenn das Ganze jetzt noch länger ginge. Oder man würde es dann halt umstellen und dann immer sagen, so, wenn die Bude halt abends schön warm ist, dann legt man sich hin. Und ab dem Moment, wo es kühl genug ist, dass man in den warmen Schlafsack steigen kann, dann pennt man auch ordentlich durch. So, und lange Rede, gar keinen Sinn. Das klingt wie viel Gejammer. Ich habe Riesenspaß in den Backen. Das ist eine tolle Zeit hier für mich. Das soll nicht falsch rüberkommen, aber ich möchte ja auch ein authentisches Bild zeichnen. Ja? Ich kann das nicht leiden, wenn dann Leute sich immer so darstellen und dann sagen, oh, alles ist super und total toll. Nee, ist halt nicht alles super. Es ist auch scheiße und man friert und es ist kacke so. Aber das habe ich mir genauso ausgesucht und das ist mein Abenteuer und deswegen bin ich total zufrieden damit. Aber wie gesagt, ich möchte euch ein authentisches Bild davon zeichnen. Also, alles gut. Ich freue mich auf Tag 4 morgen schon. Tag 4 tatsächlich. Und wollen wir sehen, was der Tag so bringt. Ich verbleibe freundschaftlich. Call to Action und Horrido.